Bis 2023, Markus Mörls Schwester an Krebs gestorben. Im Dschungelcamp macht Markus Mörl, 63, mit Jana Palaske, 43, eine sogenannte Tränenmeditation, die in dem Schlagersänger einiges bewirkt. Der Ich will Spaß-Interpret bricht in Tränen aus und offenbart, meine ältere Schwester ist gestorben. Im September vergangenen Jahres sei sie an einer Krebserkrankung verstorben, sie wurde 72 Jahre alt. Es war alles vorbei innerhalb von 10 Tagen und das war ein Schock, sagt er und fügt hinzu, das war kurz bevor wir hierhin geflogen sind. Ich vermisse sie. Der Musiker habe keine Zeit gehabt, richtig zu trauern. Seine MitcamperInnen nehmen Markus in den Arm, spenden ihm Trost. Seine Frau Yvonne König, 51, sagt gegenüber Bild, dass Markus und seine Schwester eine sehr enge Bindung hatten, sie war seine beste Ratgeberin und es ist ein immenser Verlust in seinem Leben. Anführungszeichen. Lukas Cordalis, 55, hielt sich mit privaten Aussagen im Dschungelcamp eher zurück bis jetzt. Mit offenen Worten teilt der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis, 75, seine Gedanken, ich bin sehr gespannt, wann es bei uns switcht vom Thema Essen auf Sex. Bei seinen Dschungelkolleginnen scheinen seine Worte schnell Anklang zu finden. Denn prompt bestimmt das Thema Sexentzug das Gespräch der Lagerfeuerrunde weiter, äußert sich Lukas, irgendwann muss es ja mal raus. Ich weiß gar nicht, wie lange man es ohne aushalten kann. Lukas Worte scheinen vor allem für Reality-Star Gigi Birufio, 23, gefundenes Fressen zu sein. Dieser reagiert verständnisvoll, irgendwann reicht eine Berührung, und dann. Auf die Aussage von Dschungelstar Jamila Rowe, 55, wenn Männer lange keinen Sex haben, tun ihnen die Hoden langsam weh. Komma, antwortet der Musiker grinsend, nach einem Tag ist es bei mir schon soweit. Doch nicht nur die anderen Dschungelstars reagieren auf Lukas Worte, auch seine Frau Daniela Katzenberger, 36, scheint amüsiert über die Aussagen ihres Mannes mit Einkaufstüten bepackt. Teilt die 36-Jährige ein Bild in ihrer Instagram-Story von sich und kommentiert mit den Worten, was haben Lukas und ich grad gemeinsam? Dicke Beutel. Anführungszeichen. Am Montagabend, 16. Januar 2022, war Elena Miras, 30, in Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die Stunde danach zu Gast. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin teilte ihre Einschätzung zu den aktuellen KandidatInnen. Zwischendurch wurde auch live nach Australien zu Begleitpersonen von zwei Promis geschaltet, Felice Rose, 36, Managerin von Cecilia Azoro, 26, und Mike Heiter, 30, ein Freund von Gigi Birufio, 23. In Bezug auf ihren Ex-Mike konnte Elena ihre Gefühle nicht verbergen. Als er im Bild war, verzog sie das Gesicht, stand auf und verließ vorübergehend das Studio. Nachdem die Live-Schalte vorbei war, saß Miras allerdings wieder auf ihrem Platz, als wäre nichts geschehen. Mike Heiter und Elena Miras lernten sich 2017 bei Love Island kennen. Dort gingen sie nicht als Paar raus, verliebten sich aber später ineinander und bekamen im August Tochter Aylin. Doch 2020 folgte die Trennung, nach der sich die Reality-Stars einen öffentlichen Rosenkrieg lieferten. Elenas jetzige Reaktion zeigt deutlich, dass sie noch immer nicht gut auf ihren Ex zu sprechen ist. Bereits vor dem Start von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, lief es für Martin Semmelrogge, 67, nicht wie gewollt, der Schauspieler saß in Doha fest, die australischen Behörden stellten ihm nach RTL-Angaben aufgrund seiner Vorstrafen kein Visum aus. Nun bestätigt der Sender, dass Semmelrogge nicht an dem beliebten TV-Format teilnehmen wird. Demnach sei er bereits in Deutschland gelandet und befinde sich auf der Weiterreise nach Mallorca. Semmelrogge bedauert sein unfreiwilliges Ausscheiden, erklärt, ich wünsche euch viel Spaß. Ich musste leider umkehren. Der Flieger ging nur bis Doha, zeigt sich aber dennoch gewillt.
seinen Traum vom Dschungel nicht aufzugeben. See you next time, DT, bis zum nächsten Mal. Der Einzug von Lukas Cordalis, 55, ins Dschungelcamp wurde von vielen Fans sehnsüchtig erwartet. Umso enttäuschter sind seine Anhänger nun, denn der Sänger ist in der Reality-TV-Show von RTL bisher kaum gezeigt worden. Viele machen ihren Unmut offenbar in den sozialen Medien Luft. Daniela Katzenberger, 36, ergriff nun Partei für ihren Liebsten. Auf ihrem Instagram-Profil verteidigte sie ihren Ehemann, ihr Lieben. Seit Beginn des Dschungelcamps erreichen mich natürlich mega viele Nachrichten von euch wegen Lukas, klar. Wegen wem sonst, beginnt die 36-Jährige ihr Statement, das in ihren Instagram-Stories zu lesen war. Ich weiß, dass es voll arrogant klingt, aber, es ist ja nun mal so, dass Lukas eine absolute Favoritenrolle hat. Es ist dann natürlich auch logisch, dass er nicht direkt in den Himmel gepusht wird von dem Format. Denkt auch an die bisherigen Staffeln zurück, da war es ja immer so, Lukas wird gerade wenig gezeigt, aber denkt an meine Worte zurück. Aber ich sehe, dass es ihm gut geht, er lacht und mag die Gruppe brutal, und wie gesagt, ich mache den Kram schon lange. Lasst mal noch ein paar Tage ins Land gehen, meine These. Also, alles gut, ihm geht es gut und uns auch. Versicherte sie ihren FollowerInnen in dem Posting. Und da dies ja erst Tag 3 im Dschungel war, dürften sich die Fans sicher noch auf viele Gelegenheiten freuen, Lukas Cordalis zu sehen. Die Ibis News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, RTL, Instagram.com, Bilde.